Wow, Kriegsherz, was machst du denn hier? Hey, Droma, ich muss dir einen super geilen Witz erzählen. Pass mal auf. Was ist los? Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Mülleimer? Keine Ahnung, Kriegsherz, erzähl es mir. In den Mülleimer kann man nicht alles reinstecken. Der ist mir so. Aber pass auf, ich habe auch einen neuen, okay? Und zwar ein unsympathischer Frauenarzt. Also, Mrs. Schulz, wenn Sie ganz leise sind, können Sie Ihren Brustkrebs wachsen hören. Ja. Das ist geil, oder? Das ist geil. Ganz nett für den Anfang. Aber wie wär's damit? Pass auf. Kommt ein Blinder in den Fischladen und sagt, hallo Mädels. Der ist gut. Den solltest du twittern. Aber ich habe ihn mir ausgedacht. Aber wenn ich ihn zuerst twitter, denken die Leute, dass es meiner wäre. Mal sehen, wer von uns beiden zuerst bei Twitter ist. Geht's nur mir so oder war das jetzt eine sehr bescheuerte Idee? Daran bitte gut sein, der ist steinalt. Sie sind leer. Nein! Hallo. War noch ein ganz nettes Video. Ja, ich habe mal mit der Steadicam rumgespielt. Und ein Problem damit? Nächstes Thema. Der beste Kommentar von meinem letzten Video. Ihr erinnert euch, die Frage war, welche drei Dinge würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Und der beste Kommentar ist... Erstens ein Buch.
zweitens ein Buch, drittens 3275 weibliche japanische Landarbeiter, die Sand als Lohn akzeptieren. Oh, ich liebe diesen Kommentar. Sommerpause. Draußen ist Sommer und das bedeutet, ich werde mal wieder etwas weniger Videos machen und ein bisschen offline sein, weil ich einfach Sommerpause mache. Ja, es bringt dann wieso nichts, im Sommer ein Video zu machen, weil im Sommer habe ich keine kreativen Ideen. Also ich habe quasi ein kreatives Tief. Und wenn man ein kreatives Tief hat, dann braucht man keine Videos machen. Das macht keinen Sinn.